Die Schotten benutzten es bis vor kurzem in ihren Kriegen gegen die Engländer. Bis vor kurzem? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Schotten mit den Engländern Krieg hatten. Welches bis vor kurzem meinen Sie? Ich glaube, die Männer von William Wallace benutzten es im 13. Jahrhundert. Sie könnten es benutzt haben bis ins Jahr... Es fällt Ihnen nicht ein, oder? 1314. Oh, da sind wir wieder beim Thema. André, was heißt das? Was meinen Sie? 1314 in Schottland. Die Schlacht von Bannockburn. Das wäre eine Erklärung für den Fluss auf dem Schachbrett. Das bezeichnet doch die Endung Burn, stimmt's, André? Wie in Bannockburn. Richtig, George, und es kommt noch besser. Die Geschichte besagt, dass die Schotten von einem Stoßtrupp Hilfe bekamen. Raten Sie von welchem? Templer? Ja, eine Gruppe geächteter Templer. Sie sollen das Blatt für die Schotten gewendet haben. Und alles endet in einer Kirche. Auf der britischen Insel, in Bannockburn, in einer Kirche. Worauf warten wir? Ich rufe ein Taxi. Los geht's. Wir müssen mal nicht laufen. Das würde mich jetzt wundern. Ich wollte die Omi nochmal besuchen. Ich kann nicht mitkommen. Das Gesicht sah ja lustig aus. Sieht ja lustiger von hier aus. Warum nicht? André, Sie waren eine große Hilfe, aber... George versucht Ihnen zu sagen, Sie sollen sich nicht schuldig fühlen. Was habe ich? Wir verstehen. Sie haben Verpflichtungen. Wir müssen uns beeilen. Vergiss das Taxi, George. Wir ziehen das durch und machen Sie sich um uns keine Sorgen. Okay, dann gehen wir nach Bannockburn. Warum sind aber die ganzen... Okay, jetzt waren wir, da waren wir. Und da waren wir. Kommen wir jetzt auch hier noch hin und so? Zu denen? Ich auch nach Deutschland. Und das ist die... Oh Gott. Oh Gott, nein, warum? Wieso haben die denn da die... Oh Gott. Okay, das Spiel ist bei mir unten durch. Das hat die belgische Flagge als Deutschland. Oh, das tut so weh. Das tut so unglaublich weh. Das schmerzt. Dass die Leute so ein Problem mit der deutschen Flagge haben, die ist auch gar nicht so schwer zu merken. Schwarz, Rot, Gold. Ja. Naja, scheint für manche nicht so einfach zu sein. Es muss fast Sonnenaufgang sein. Ich schätze ja, und wir müssen fast da sein. Irgendwo da draußen im Dunkeln liegt Schottland. Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt, um bis hierhin zu kommen. Ja, hoffentlich war es das wert. Hoffentlich. Ich speichere gerade mal. Geht nicht? Gut, wir müssen noch reden. Es gibt noch etwas, das ich dir sagen will, Nico. Ist das der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt dafür, George? Vielleicht bekommen wir keine weitere Chance mehr dazu. Ich will diese Gelegenheit nicht verpassen. Du brauchst mir nichts zu sagen. Ich möchte jetzt nirgendwo sonst in der Welt sein, als hier bei dir. Oh, das ist aber schön. Du bist erschöpft. Warum versuchst du nicht ein bisschen zu schlafen? Schlafen? Um diese Tageszeit? Aufgeregt, wie? Möchten Sie etwas, um besser schlafen zu können, Liebes? Ich habe ein paar Tabletten in meiner Handtasche. Oh, nein, vielen Dank. Danke trotzdem, Madam. Die kommt mir sehr suspekt. Ich habe immer noch die Clownsnase. Das sehe ich. Solltest du langsam mal wegwerfen. Können wir speichern? Speichern mal. Ich will nicht das nochmal machen müssen. Okay, weiter geht's. Hallo. Verzeihen Sie. Ja. Das ist ja, mein Lieber. Wissen Sie, wann wir in Stirling ankommen sollen? Um 17:45. Aber wir haben schon 8 Minuten Verspätung. Kennen Sie sich in Stirling gut aus? Ja, zufällig schon. Wollt ihr beiden Turteltauben dahin? Ja, wir... Wir haben uns vorgenommen, es uns in diesem Urlaub mal anzusehen. Vergesst nicht, das Schloss zu besichtigen, ja? Ich bin sicher, es ist ganz hübsch da, aber wir stehen nicht so sehr auf Geschichte, nicht wahr, George? Nein. Ich vermute, Espresso-Bars und Boogie-Woogie sind mehr euer Stil, was, Kinder? Das stimmt. Es gibt nichts, was George mehr Spaß macht als ein guter Boogie. Ja. Gibt es in Stirling eine Kirche namens St. Ninians? Oh ja. Und ich weiß genau, warum ihr dahin wollt. Ach, wirklich? Natürlich. Es ist doch offensichtlich, dass ihr beiden verliebt seid. Ihr seid weggelaufen. Ach,
Und da sagt man, es gäbe keine Romantik mehr. Ja, ich hoffe, das ist wirklich jemand, der uns hinterherläuft. Ein Mann und nicht der Synchronsprecher, wo sie für die alte Frau einen Mann genommen haben. Oh Gott. Was für ein Buch lesen Sie da gerade? Och, das habe ich mir am Bahnhof geholt. Eine mittelalterliche Detektivgeschichte. Für so ein Romänchen sehr gut geschrieben. Wird schon ein paar Jahre nicht mehr gedruckt. Ja, okay. Wie heißt das Buch? Der Fall des verschlagenen Kreuzritters von Molly Pegram. Ich hatte angenommen, der Autor sei eine Frau, aber offenbar stimmt das nicht. Sein richtiger Name ist... Professor Nigel Pegram. Das stimmt. Kennen Sie ihn? Nein, ich habe ihn noch nie kennengelernt. Aber George ist trotzdem ein großer Fan von ihm. Würden Sie mir glauben, dass diese Clownsnase uns heute Abend hier in diesen Zug geführt hat? Ja, das würde ich glauben. Nein, ehrlich, Sie glauben mir das? Na sicher, Sie haben doch ein ehrliches Gesicht. Okay, das ist jemand, der uns hinterherläuft. Gehen wir mal raus. Wohin gehst du, George? Da hupt jemand. Muss ich dir das wirklich sagen? Sei doch nicht gleich so schnippisch. Wenn du ein Leck abdichten musst, dann sag mir das doch einfach. Okay, ich geh gerade mal ein Leck abdichten. Okay, der ist für mich neu. L-E-C-K. Die Fahrkarten bitte. Oh, hallo. Das ist eine Rückfahrkarte zum vollen Normalpreis. Haben Sie keinen Seniorenpass? Ich benutze nur sehr selten die Eisenbahn. Meine Fahrkarte ist doch auch so gültig, oder? Tja, das schon. Aber Sie hätten bis zu einem Drittel des Preises sparen können. Ich brauche mich Gottlob nicht um derart kleinliche Petitessen wie Preise zu kümmern. Sie sind schon ein kauziger alter Vogel, Lady. Das steht man fest. Bitte die Fahrkarten, Sir. Hier. Aber die ist nicht in unserem Inventar natürlich vertreten. So, dass wir mal was machen. Unterwegs nach Stirlingville? Ja, stimmt. Naja, ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht. Ist um diese Jahreszeit ein lausiger Ort. Obwohl, es gibt noch jede Menge Pubs und einen bezaubernden Ausblick vom Schloss aus. Vielen Dank. Das werden wir uns merken. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber irgendwas an diesem Typ kommt mir sehr bekannt vor. Bist du sicher? Du bist müde, vielleicht irrst du dich ja. Kann sein, aber mir gefiel der Blick in seinen Augen nicht, als er mit dir gesprochen hat. Können wir jetzt mal aufs Klo gehen? Kannst du nicht mal still sitzen, George? Ich muss mal zur Toilette. Kannst du unterwegs mal in den Speisewagen gucken, George? So unvorstellbar das sein mag, aber ich bin hungrig genug, um englisches Essen zu mir zu nehmen. Okay. Können wir jetzt mal langsam gehen? Danke. So, jetzt mache ich gerade mal einen Speichern. Punkt. Ja, ja, speichern. Wunderbar. So, wir sind jetzt in dem Zug. Nach da hinten komme ich nicht, oder? Die Tür ist abgeschlossen. Ja. Dann müssen wir wohl in die andere Richtung. Gehen wir mal da rein. Hi, kleine Party? Nö, das ist Frühstück. Komm, lang zu, Mann. Hey, Bescher, wach auf, Mann. Wir haben Besuch. Sein Atem erinnert mich an den Abluftkanal einer Chemiefabrik. Entschuldige, mein Kumpel. Macht nur ein Nickerchen. Schläft wie ein Säugling. Ich weck ihn, wenn wir nach Newcastle kommen. Wir sind schon vor einer halben Stunde durch Newcastle gefahren. Hab ich gar nicht gemerkt. Was sauft ihr da eigentlich für einen Fusel? Stinkt eher wie Flugzeugsprit. Jau, und gibt Haare auf der Brust wie Jeck. Wohl auch auf den Augäpfeln, so wie du aussiehst. Der ist immer so freundlich, der George. Möchtest du eine rote Nase? Nee, danke, Jungchen. Hab ich schon. Bis ja, später.
Ich will ihn nicht. Um ehrlich zu sein, ich glaube, dass ich ihn sogar mit einem Feuerwehrschlauch gar nicht aufwecken könnte. Okay, dann geh mal raus. Lass das Fenster zu. Warum? Es ist saukalt. Hey. Ach, da müssen wir raus. Oh Gott, die Kameraperspektive ist ja schlimm. Ist hier irgendwas? Nein, hier ist nichts. Ist aber ein schöner Zug. Gefällt mir irgendwie. Aber ziemlich alt. Können wir da raus? Ja. Gucken wir mal, ob wir hier in die Schlafdinger kommen. Die Tür ist abgeschlossen. Okay, können wir nicht rein. Kommen wir hier rein wahrscheinlich auch? Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Oh nee, oder? Oh nein. Dieser Gangster aus dem Hotel, Guido. Naja, mir kann er keine Angst machen. Hey, Maka, das hier ist dein Nichtraucherwaggon. Okay, vielleicht kann er mir doch ein bisschen Angst machen. Es wird immer schlimmer. Plötzlich ist mir nämlich eingefallen, an wen mich der Schaffner die ganze Zeit erinnert. Eklund, Marques Mörder. Wer war Eklund? Mit diesem Typ will ich mich... Mit diesem... Kann ich... Guido sieht immer noch ziemlich... Oh, fuck. Mit diesem Typ... Geh ich da lang. Red ich mit Nico. Nico ist weg. Ich hätte es besser wissen müssen und Nico und die alte Dame nicht allein lassen sollen. Plötzlich hat das Schwert von Baphomet an Bedeutung verloren. Es ist mir viel wichtiger, das Mädchen zu finden, das ich liebe. Oh nein. Ganz toll. Sie ist weg. Kommen wir dahinter? Die Tür ist abgeschlossen. Na, dann müssen wir halt da lang. Obwohl, wir könnten da, glaube ich, das Fenster aufmachen. Lass es! Dann gehen wir halt da rein. Machen da das Fenster auf. Und klettern über den Waggon. Ja, und genau hier hat das Ding wieder natürlich wieder einen Blick von... Wir müssen ihn irgendwie dazu bringen, dass er irgendwie pennt. Hey! Hör mal, ich brauche deine Hilfe. Was denn? Da ist ein Typ im Zug, der mich umbringen will. Ganz ruhig, Mann. Der versucht schon nichts, solange du bei mir und Becher bist. Wir sind Veteranen, waren im Breitling Sea dabei. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die britische Armee in einem Konflikt an einem Ort namens Breitling Sea beteiligt war. Vertrau mir, Maka. Du bist in Sicherheit. Habt ihr gesehen, was mit der jungen Frau im Nachbarabteil passiert ist? Nein, Kumpel, kein Stück. Ist sie dir irgendwie verloren gegangen? Sie ist einfach verschwunden. Die alte Dame auch. Ich glaube, sie sind in Schwierigkeiten. Was ist, Mann? Eine alte Dame auch? Jo, ihr müsst mir helfen. Vielleicht sind sie nur auf Klo oder so. Das glaube ich nicht. Die gehen nie alleine. Immer zu zweit, weißt du? Nein, sie ist entführt worden, da bin ich ganz sicher. Ich muss sie suchen gehen. Worauf wartest du dann, Kumpel? Der Schaffner, er ist nicht das, was er vorgibt. Willst du ihm aus dem Weg gehen? Schätze schon, ja. Überhaupt kein Problem. Kann ich denn jetzt dann mal das Fenster aufmachen? Möchtest du eine rote Nase? Nee. Bis später. Kann ich jetzt da raus? Ach, geht doch. Tu es nicht, Junge. Spring nicht. Ich hab nicht vor. Ich klettere auf das Zugdach. Du machst auch Witze, oder? Dann schau mal gut hin. Auf geht's. Warte, Freundchen, ich helf dir. Ups. Hoffentlich wird das besser. Ich muss nicht nochmal das Ganze machen.
auf dem Zug nach. Gut, ich speichere gerade mal ab. Nochmal, wir speichern jetzt so oft ab, wie es nur möglich ist und notwendig ist. Geht jetzt mal da lang. Ich glaube, das hätte ich nicht tun sollen. Ich voll Idiot. Ich wusste, dass ich das hätte, dass ich das gut war, dann gehen wir jetzt da. Ich komme auch auf die Idee, da lang zu laufen. Wenn da das Stromding ist. Springen! Gibt's hier noch was? Ne, ich glaube, wir sollen hier runtergehen. So, hier werden die Wasche. Oh Gott. Hey! Kennen wir? Ach, das ist der Jean Mouet? Lassen Sie uns darüber reden, wie erwachsene Menschen, Eklund. Ich kann alles erklären. Nein, oh fuck. Ja, das war's mal wieder. Ich weiß, dass ich begraben worden bin. Laden. Okay, in die Richtung. Schwanken. Und da runter. So, und jetzt müssten wir das da wohl hinkriegen. Ich kann das nicht. Sprechen ist wohl nicht. Und dass ich mir das auch noch mal ansehen muss, das geht mir ja auf den Sack. Laden. Wieder da lang. Ich kann aber nichts anderes machen, außer mit Nicole. Das. Hey! Nein. Ich schätze, ich habe eine winzige Chance zu entkommen, aber ich kann Nico nicht einfach in Ick. Ich habe kein. Können Sie nichts tun, um mir zu helfen? Nein. Ach, oh, fuck. Ja, dieser dreckige Eklund. Ach, das ist der wahrscheinlich. Oh, der ist viel zu dünn dafür. Das ist wie so ein Mafiosi. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Ich verkleide mich als Clown einfach. Nee, das wird mir wohl wenig weiterhelfen. Und nochmal die ganze Schose hier.